Ja, da ist es wieder soweit. Der Aal ist da. Also schnapp dir deine dünnen Ruten und dann lass mal schnell hier in die Ecke zum Aalangeln gehen. Wir haben schon wieder nach 16 Uhr Gas geben, solange er noch da ist. Also, ich trampel hier durchs Getreide, ich trampel hier durch die Saat. ja, rennen wir schnell zum aktuellen Aalspot. Jetzt die Tage im Livestream noch eine Aal-Trophy gefangen, wie es sich gehört, ehrenhaft nach dem Aalturnier. ja, und jetzt rennen wir hier einfach mal los an die Stelle. Es ist hier unten auf H9. Koordinaten 60, 14 und an der Stelle schmeißen wir jetzt gleich mal die Ruten raus. Was funktionieren für Köder? Ich würde sagen, die altbekannten. Wobei, wenn ich hier gerade so in die Aalrekorde reinschaue, dann fällt da auch mal wieder ein ganz seltener Aalköder auf, der Mistwurm. Einfach mal, wenn man keine dicken, fetten Tauwürmer hat oder ähnliches, wenn man sich das vielleicht noch nicht leisten kann, diese Premium-Köder, einfach mal auf dem ollen Regenwurm, Mistwurm, alles, was man so an Gewürm hat, einfach auch mal probieren. Vielleicht geht ja ein etwas kleinerer dran, wobei, wie gesagt, jetzt in den Rekorden, ich glaube, einer mit über 3 Kilo, 3, 4 Kilo sogar im Bereich, ja, in den Rekorden gerade drin ist. Und das lohnt sich natürlich. So, angekommen. Gucken wir nochmal eben auf die Map. Hier unten, im Schuh. Genau. Richtig schöne Ecke. Und dann stellen wir uns hier vorne hin. Ihr wollt einen Clip, ihr kriegt einen Clip. 8 Meter. Also ungefähr bis da. Reicht. Schön hier in diesem Bereich da oben, links, rechts, quer rüber. Jetzt haben wir schon bald 18 Uhr. Ich würde sagen, ich schmeiß mal raus. Wie ist die Rute ausgerüstet? Olle Schnur dran gepackt. Das Ganze muss gar nicht so schwer sein. Ich habe hier eine Rute, die hat eine Tragfähigkeit von sagenhaft 14 Kilo. So schwer muss die Rute gar nicht sein. Wenn ihr eine Rute habt mit so 6, 7, 8 Kilo, dann ist das dicke genug. Wenn ihr eine Rute habt mit 4 Kilo, viel Spaß damit. Kann aber auch funktionieren. Ihr habt bloß einen etwas längeren Drill. Raus mit den Haken. Große Haken. Im Chat ging es von 6er Haken, relativ klein, bis zu 1er Haken oder 2er Haken, recht groß. Ich liebe meine 4er-Hakengrößen für alles, was groß ist. Finde ich, ist ein 4er-Haken ziemlich schön, genau das Richtige. Wie gesagt, olle Schnur, Vorfach dran. Vorfach von, sagen wir mal, 5,5 Kilo bis 9,7 Kilo. Der Durchschnittsaalangler verwendet, glaube ich, einen 7,7er Vorfach. Wie gesagt, Haken dran, Tauwurm dran, benutzen das Ganze. Wenn ihr wollt, stellt da den Clip ein hier auf 8 Meter. Wenn ihr sagt, 8 Meter, das muss ich nicht klippen, dann werfe ich auch so locker aus dem Handgelenk. Bitteschön, so gehört sich das. Normalerweise sollte man das hinkriegen. Zack, da waren die 8 Meter. Und auch hier, zack. Und wenn es 7,50 Meter sind, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. So, ganz wichtig, wenn man hier dünne Schnur drauf hat. Das muss ich natürlich gerade noch beachten. Ich habe hier sogar eine 4 Kilo, das ist mir ein bisschen zu dünn. Ich habe es gerade gesehen, eine 4 Kilo Schnur drauf. Bevor ich das jetzt umändere, hier erstmal die Bremsen runter. Die Bremsen anpassen. Wie war hier die Schnur? Auch auf 6,9. Ich habe 6,9, also ich angel ja auf kleine Fische zurzeit sehr gerne mit Fluorocarbon Komplettschnur. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen übertrieben. Muss man nicht machen. Man kann eine geflochtene nehmen. Man kann eine normale Mono nehmen. Man kann auch hier so eine 19 Kilo Schnur nehmen oder sowas. Und dann einfach ein passendes Fluorocarbon dran.
Ich teste halt zurzeit ganz gerne damit rum. Vierer Haken, Fluoro komplett. Und dann ab dafür. Bisschen wieder reinkurbeln. So, stramm ziehen. Das hier mag ich nicht so gerne. So ein bisschen stramm ziehen ist okay. So, aber nicht so richtig auf Spannung. Ja, und jetzt heißt es 18 Uhr abends, oh, bis, sagen wir mal, 10 Uhr morgens rumstehen. Rumstehen und hoffen, dass es hier knallt. Zwischen den Binsen kann man sich noch so ein paar schöne Binsenweisheiten ausdenken. Wenn der Regen senkrecht fällt, dann der Aal an der Bimmel schellt. So. Zum Beispiel. Ne? Oder das Rotauge. Rotaugen hatten wir aber auch einige. Leck mich fett, Alter. Rotaugen waren aber auch einige dran. Aber auch Giebel. Giebel sind hier auch reingerasselt. Das heißt, wenn ihr einfach hier stehen bleiben wollt und einfach durchziehen wollt, den ganzen Tag und die ganze Nacht, ab dafür. Kann man natürlich auch machen. Das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann hier auf dem Tauwurm, sind dicke, fette Karpfen oder auch mal so ein Amur. Auf dem dünnen Aalhaken, kann das schon mal richtig Action geben hier. Sollte das passieren, Angel aufheben, in den Drill gehen und schnell hier so rumrennen. Einmal hier die Runde laufen und immer den Fisch nach da hinten hinweg drillen, dass er bloß nicht da vorne rausschwimmt. Da bimmelt es langsam los. Ja. Die Aal-Trophy jetzt die Tage am Montagabend im Turnier. Die Aal-Trophy oder nach dem Turnier. Das war dann schon morgens eher so gegen 9 Uhr, 10 Uhr oder so. Das heißt, ganz entspannt. Es war, glaube ich, auch Regenwetter. Also, es gibt ja viele wilde Theorien von wenn der Clip 8 eine gerade Zahl ist, dann Schnurgröße auch eine gerade, Vorfach aber eine ungerade und am besten die Hakengröße auch ungerade. Und was nicht. Also es gibt, also fürs Aalangeln, ich glaube, je seltener so ein Fisch ist, umso verrückter sind die Fantasien, wie man denn ausgerechnet diesen seltenen Aal dann auch fängt. Die Spinnereien, die gibt es ja immer wieder. Zack, guck mal, da geht der nächste hier. Ja, so grundsätzlich ist es gar nicht schlecht, ne? Grundsätzlich gar nicht verkehrt. Wir hatten am Montag tatsächlich ja dann auch das Wettangeln gemacht auf den Amur. Auf den weißen Amur. Ich habe leider noch keine Trophy gefangen. Aber es war auch recht ergiebig. Tatsächlich auch nochmal an der Stelle oben. Gucken wir gerade nochmal eben hin. Also tatsächlich hier oben an der Ecke. Hier so schräg rüber geworfen. Auf Amur. Riesenfrequenz für alle die, die mit der Pose unterwegs sind. Oder vielleicht sogar schon mit dem Doppelköder rumhantieren können. Oder mit der Matchroute sogar schon. Bock haben, Matchroute, Doppelköder und dann hier auf Amur kloppen. Das ging richtig ab. Alter, das war schon richtig gut, ey. Da konnte man ordentlich was rausziehen. Gewichtsmäßig, das Größte war auch da wieder im Turnier 20 Kilo. Mein Größter war 16, irgendwas. Ja, war gut. War gut. Gut was rausgezogen. Die Kohle passte auch dann in der Zeit. Kann man also hier. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal so ein bisschen, wie die Sonne untergeht in diesem grauen, vernieselten Sumpfgebiet. Und sollte hier was Spannendes reinrasseln und beziehungsweise wenn es jetzt gleich richtig schön dunkel ist, dann gucken wir noch mal. Ich mache hier schon mal ein bisschen die Beleuchtung, stelle ich hier auf. Richte es mir hier so ein bisschen gemütlich ein. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir hier nochmal einen hin. Guck mal, da bimmelt es sogar schon wieder. Ey. Abgefahren. Ah.
So kann es doch weitergehen. Ab in die Nacht. Bis gleich. Und da zuckt doch wieder was, oder? Da ist doch wieder was dran. Oh, und die nächste. »22:30. Die Karausche beißt.« Direkt weiter und direkt weiter hier. Na? Zack, da geht er runter. Oh, und geht rein in die Bremse. Nee. Mach keinen Scheiß, Alter. Alter, was haben wir da denn dran, ey? Lass das einfach kein Amur sein und einfach kein Karpfen sein. Nee, nee. Ist doch ein Amur. Der zieht aber gut ab. Der zieht aber gut ab, Alter. So viel zum Thema. Vorhin noch angekündigt, wenn sowas passiert, schnell hier rumrennen. Nicht, dass der Fisch außen herumrennt. Das ist eindeutig zu schwer, Alter. Das ist zu schwer für die dünne Rute hier, für das dünne Vorfach, vor allem mit 6,9 Kilo als Vorfach. Guck, wie schön da drüben der Aalspot glänzt. Hammer, ey. 6,9 Kilo. Mach keinen Scheiß, Alter. Wenn das jetzt was Langes ist, dann ist es wild, ey. Mach keinen Scheiß, ey. Dann hat er Brockengewicht und der hat richtig Bock. Ne, ist ein Amur. Ah, ich dachte schon, ey. Das wär richtig wild geworden, ey. So, komm raus, du Lümmel. Jetzt aber schnell zu den anderen Routen. Mann, 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 Mann. So. Perfekt, ey. Da ist schon die nächste. Oder war zu weit? Wir wollen ja nur 8 Meter. So. Bremse wieder runter. Was haben wir denn da? Ja. Klar. Kleiner Giebel. Mitternachtsgiebel. Löbt. So. Weiter geht's. Und da zuppelt auch direkt was los hier. Kurz einmal gebimmelt und ich guck sofort runter der Kopf. Das war aber... Die nächste olle Karausche, Alter. Oh boy. Und die Tröte dazu, ey. Krass. Dicke, fette Karausche. Oh boy, ey. Naja. Naja, eine Trophy haben wir schon mal.
So, nur noch ein Aal. Psst, Aal. Jetzt der Aal. Oha. Kurz vor vier. Könnte Aalzeit sein. Oder nochmal was in Richtung Giebel. Nee, nee. Alden. Die zweite Fellkarausche, Alter. Wann will er denn? Oh boy, ey. 2 Kilo. Nochmal ein bisschen fetter der Gerät, ey. Ja, schickes Ding, ey. Mitgenommen. Und raus damit. Also hier kannst du aber auch... Hier hält man's aus, ey. Hier hält man's aber aus, ey. Abgefahren, ey. Und noch ein Giebel hinterher, ein kleiner. Giebel und Karauschen. Giebel und Karauschen. Selbst in der Nacht. Tauwurm, ne? So ein geiler Köder. Und natürlich schon Aal. Immerhin schon mal ein Aal. 1,2 Kilo. Joa. Da kann gerne noch ein bisschen mehr reinrasseln. So, jetzt haben wir 4 Uhr durch. Morgendämmerung. Perfekte Zeit eigentlich. Perfekte Zeit. So, zwischen 4 und 10. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob es da nochmal reinrasselt. Und da zuppelt es auch schon wieder los. Also jetzt ist für mich eigentlich so die spannende Zeit fürs Aalangeln. Eher in den Morgenstunden. Da hatte ich eigentlich zuletzt am ehesten die Aale drauf. Wenn jetzt hier schon wieder ein... Ne, eine fette Schleie auch noch. 2,2 Kilo Schleie. Das ist aber jetzt hier, hoppala, das ist aber jetzt hier alles echt gut. Also auch wenn es jetzt bisher nur ein Aal war, ist das schon mal nicht schlecht. Wenn ich so überlege, von den Ködern, wenn man hier noch ein paar andere Köder reinballert. Im Turnier, der erste dicke Aal mit 3,6 Kilo war es, glaube ich. Der wurde hier auf Krebsschwanz gefangen. Natürlich auch eine Möglichkeit, mit so einem teuren Köder da mal ranzugehen. So einem Goldköder sozusagen. Oder man hat halt schon so hoch geskillt und hat erstmal ein paar Krebse geangelt und die verarbeitet. Ja, wie gesagt, teurer Köder, aber auch das ist natürlich möglich. Die Würmer, Krebsschwänze, vielleicht sogar auch Frosch, könnte man auch mal testen, ne? Ist natürlich ein bisschen tricky, wenn da auf einmal ein Hecht reinballert. Da ist die Schnur wahrscheinlich durch. Naja, warten wir es nochmal ein bisschen ab und gucken, was sich hier noch so tut. So, es wird... Zeit. Wir haben jetzt schon 9 Uhr am Morgen. Viel Kleinkram jetzt in den letzten Stunden. Viel Kleingedöns ist reingerasselt nach den Trophäen. Bisher leider nur ein Aal. Da hätte noch ein bisschen mehr sein können. Zack. Gucken wir mal, was hier jetzt noch geht. Und da geht noch was rein. Also gerne... Nicht dein Ernst. Uff. Gerne noch mal einen Aal. Ich meine, die Trophy-Karauschen und so, das ist ja auch ganz nett. Wie gesagt, im Stream war es dann auch noch mal ein Trophy-Giebel. Ging auch noch mal rein hier auf dem Tauwurm. Die ganzen Rotaugen. Das kann man alles mitnehmen. Es hat alles vernünftiges Gewicht. Ein dicker Aal, wie gesagt, war mit dran. Ja, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen was raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich noch mal... beim Verkaufen. Gucken wir gleich nochmal eben rein, was denn das Ganze so gebracht hat. Und vielleicht geht ja bis dahin, also ich denke mal so bis 10, kurz nach 10 werde ich jetzt hier noch so rumstehen. Vielleicht geht ja noch ein Aal rein, ansonsten kratsching. Gucken wir mal, machen wir mal Gassensturz. So, dann gehen wir doch mal hier schnell schauen, was das Ganze bringt. Guck mal hier, Alter. Boah, ey, da muss ich ja gleich direkt weitermachen. Aal mit... Hoho! Ich hatte ja die normale Trophy. Das ist ja hier schon insane. 5,7 Kilo.
Alter Falter. Ich konnte abgeben für 433. 700 für 5,7 Kilo ist aber auch fair, ist natürlich ein fettes Gerät. Hecht ist auch noch hier drin, 7,5. Alter, hier ist ja mal wieder richtig schön was drin. Leute, ab zur alten Festung. Hier kann man nochmal schön Kohle machen. Gerade so im Mid-Level genau das Richtige. Gucken wir mal eben rein. Sortieren wir das Ganze hier nach Preisen. Der Aal bringt natürlich ordentlich was an Kohle rein. So soll das auch sein. Genauso wie die beiden schönen Trophies hier mit über 10, beziehungsweise beide über 11 Silber. Schleie, kleine Amur und so Sachen. Ja, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Insgesamt sind es knappe 100 Silber. Hätte ein bisschen mehr sein können, hätten aber auch ein bisschen mehr Aale sein können. Petri, ihr Lieben, Petri zieht raus, macht euch die Taschen voll, toi toi mit den Aalen. Wenn ihr das Video gefallen hat, wenn ihr das Video geholfen hat, dann den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns das nächste Mal im Livestream oder hier auf YouTube. Bis dahin, Petri.